Mahlzeit. Es ist der 19.07. und ich bin hier in Schöneweide. Und wie ihr sehen könnt, in der zukünftigen Abstell- und Wendeanlage der Busse und der Straßenbahn auf der Westseite vom Bahnhof Schöneweide sind die ersten Gleise jetzt gelegt. Das ist jetzt genau hier in der oder an der Dammlage, wo es hoch zur Fernbahn geht. Und wenn ich mal hier reinzoome, dann könnt ihr da hinten rechts neben dem Fahrwerk vom Zwei-Wege-Bagger weitere Gleise liegen sehen, die demnächst auf die Verlegung harren. So, ich werde jetzt mal hochgehen auf den Fernbahnsteig. So, hier bin ich jetzt oben auf dem Regionalbahnsteig. So, und wenn ich mich mal hier so umgucke, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, es finden Arbeiten statt. Ja, man sieht auch was. Also im Moment scheinen wieder die Rohr- und Kanalbauer das Heft des Handelns hier in der Hand genommen zu haben. Also die Firma Karl Weiß ist hier im Moment kernig dabei und macht irgendwelche Ringabwasserschächte mit rein, was neu ist. Upsa. So, das könnt ihr da hinten sehen. Hier liegen wieder neue Stahlschwellen bzw. zwei Bockschwellen, Betonschwellen sind das ja, die hinterher vergossen werden. Die sind neu. Und wenn ich dann hier mal rumschwenke, so, dann könnt ihr da den Schienenstapel sehen, den ich euch vorhin aus anderer Perspektive gezeigt hatte. Ja, ich denke mal, eine so eine Schiene, die hier im Bild ist, da dürften 20 bis 30 Meter dürften das sein, denke ich mal. Also ist schon interessant, was hier angefahren wurde. Die Fahrleitungsmasten und Beleuchtungsmasten, die sind alle hier im Bereich der Wendeanlage nun gestellt. Sämtliche Masten sind auch mit diesen Haltern für die Fahrleitung versehen worden. Teilweise sind schon die Spannvorrichtung und die Spanndrähte dran. Also wenn hier die Rohrleger und ähnliche Gewerke fertig sind, denke ich mal, können dann endlich auch die Gleisbauer hier reingehen und verstärkt dann mit der Arbeit beginnen. So, dann habt ihr hier jetzt nochmal einen Blick vom Fußgängertunnel aus Richtung Sterndamm auf dem Regionalbahnsteig. Hier fehlen also noch so Kleinigkeiten wie Getränkeautomat und Fahrkartenautomat. Ne, Fahrkartenautomat ist fertig, der steht ja neben mir, Entschuldigung. Also Getränkeautomat und so ähnliches, das fehlt hier noch auf dem Fernbahnsteig. Na, und die Säulen müssen dann halt auch noch ausgepackt werden. So, hier bin ich jetzt auf dem stadtauswärts führenden Bahnsteig. Das ist jetzt Blickrichtung Straßenbahntunnel. Den Straßenbahntunnel selber könnt ihr dort in etwa sehen, wo die Paletten so aufgestapelt sind, beziehungsweise dahinter ist er. Und im Moment fährt hier eine S8 noch genau ein. Hier so umschwenke und überschwenke, dann könnt ihr rechts unterhalb von dem Stellwerk diese freie Betonfläche sehen und das ist praktisch der Straßenbahntunnel. So, es ist 10.20 Uhr.
der fährt ein ICE durch. So, und das ist jetzt hier nochmal ein Blick auf den stadtauswärts führenden Bahnsteig Richtung Süden. Hier kann man dann eines von diesen neu wieder aufgebauten Gebäuden auf dem Bahnsteig sehen. Und hier sind auch die Arbeiten weitergegangen, sodass dieser Bahnsteig auch demnächst wirklich fertig sein wird. Die Regenrinnen sind alle drin und im Moment werden nur noch so Restarbeiten und Pflaster gemacht. So, und das ist jetzt ein Blick auf den Abgang des Fußgängertunnels, auf das Abgangsgebäude. Und hier sieht es jetzt also wie folgt aus. Die Rolltreppe ist eingebaut, die Treppen sind mit diesem Terrazzo-Marmor-Imitat verlegt. Ja, jetzt noch Restarbeiten im Treppenhaus selber, so hauptsächlich Fliesenarbeiten etc. Und dann denke ich mal, dürfte der Abgang hier zum Fußgängertunnel auch fertig sein. Und angeblich soll dieses Bauvorhaben im Großen und Ganzen, zumindest was den Regional- und S-Bahnhof angeht, ja, Ende September, Anfang Oktober fertig sein. Da muss man mal schauen, wie weit das wird. Denn die hinten bei der BVG, die werden ja eh länger brauchen. So, und jetzt warten wir mal hier noch, dass ein nächster 485 hier mal wieder vorbeikommt. Und wenn der vorbei und verhaftet wurde, dann geht's runter zum Straßenbahntunnel. So, und es ist hier nochmal ein Blick runter vom stadteinwärts führenden S-Bahnsteig, Blick Richtung Sterndamm. Ganz im Hintergrund ist noch ansatzweise diese behelfsmäßige Aufsichtsbrücke zu erkennen. Die wird aber sicherlich ja, spätestens September, Oktober zurückgebaut. So, und hier könnt ihr dann sehen, dass das mittlere Gleis vom stadteinwärts führenden Bahnsteig schon in Benutzung ist von der S47 nach Hermannstraße. So, und das ist dann hier nochmal ein Blick vom stadteinwärts führenden Bahnsteig über die Baustellenlogistikfläche hin zum Straßenbahntunnel, welcher da hinten vor dem Zentrum Schöneweide ansatzweise zu erkennen ist. Und da werde ich dann gleich hingehen. Ja, und hier ist eine Probefahrt aus dem AW Schöneweide. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist das 481, 482 gewesen, der hier auf Probefahrt ging. Das zweite Viertel hinten war ein altes, was noch zur Aufarbeitung muss oder gerade da ist. So, und da habt ihr den versprochenen 485er auch. Und ich werde jetzt, bevor ich vorne den Straßenbahntunnel mache, erstmal zum Amerikaner gehen. So, da hinten kommt eine Straßenbahn der Linie 67 angefahren.
Hier unter den Brücken hatte ich euch ja, glaube ich, noch keine Aufnahmen von gemacht. Die habt ihr jetzt nochmal. Die Straßenbahn hier wird ja wegfallen, wenn drüben der Straßenbahntunnel eröffnet wird, sodass dann die Autos je zwei Fahrspuren, je Fahrtrichtung dann haben. So, und hier bin ich jetzt an meiner letzten Station in Schöneweide. Das ist jetzt Blickrichtung Straßenbahntunnel. Den könnt ihr ja im Hintergrund unter den Bahngleisen da sehen. Ja, hier hat sich weiter nichts getan. Weder am Haltestellenaufbau noch sonstiges. Ja, da wird erst hinten, also auf der Westseite vom Bahnhof Schöneweide gebaut, bevor das hier vorne dann weitergeht. Ja, das war's dann soweit hier aus Schöneweide. Ich wünsche euch was, gehabt euch wohl, bis denn.